Neapel, die süditalienische Millionenstadt am Fuße des Vesuvs. Kaum woanders werden Fußballer so gefeiert und einer sogar vergöttert. Diego Armando Maradona. Für 24 Millionen Mark, also umgerechnet 13 Millionen Euro, wechselt der Argentinier 1984 vom FC Barcelona nach Neapel. Damals die Rekordsumme, für heutige Verhältnisse ein Schnäppchen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der SSC zwar schon 80 Jahre alt, der Trophäenschrank mit Ausnahme von zwei Pokalsiegen aber noch relativ leer. Doch mit Maradona ändert sich das. Er führt den Verein 87 und 90 zu seinen bis jetzt einzigen italienischen Meisterschaften. Und 1989 gelingt dem SSC mit einem Finalsieg gegen den VfB Stuttgart sogar der Erfolg im UEFA-Pokal. Der Fußball bedeutet den Neapolitanern alles. Maradona bringt Neapel auf die internationale Fußballlandkarte. Obwohl die Stadt von Armut und Arbeitslosigkeit geprägt ist, bekommt der argentinische Superstar mit dem Millionengehalt von den Fans keinen Neid zu spüren, sondern das komplette Gegenteil: Vergötterung. Nein, ich denke nicht, dass die Leute hier mit der Person Maradona und mit dem vielen Geld, das ich verdiene, ein Problem haben. Klar sind viele hier sehr arm, aber ohne Maradona wären sie noch viel ärmer. In Neapel kommt erst Maradona und dann erst die Madonna. Noch heute ist die Bewunderung für den Argentinier in der Stadt zu spüren. Auch die vielleicht erste italienische Meisterschaft seit dieser Zeit wird an seinem Status nichts ändern.